Okay, wir gucken was anderes an. Mal irgendwas anderes. Wie wär's mit There Is No Game? Ah, das könnte auch interessant sein. So, wir gucken das ohne Scheiß, wir gucken das ein andermal noch an. Aber nicht jetzt. Das ist einfach zu schlecht. Das will ja keiner sehen, wie ich da rumkrebse. Ich habe gedacht, das wäre eher lustig und weniger krampfig. Ja, und jemand sagt es auch, wenn man den Bewegungsablauf drauf hat, ist es auf jeden Fall geil. Das stimmt schon auch. Das wird wie eines dieser Spiele, wo man diesen Rhythmus, diesen veränderten Rhythmus drauf hat, was jetzt eigentlich bringt, dann kann man sich da, glaube ich, schon ganz gut so durchskaten. So, There Is No Game habe ich mir gekauft aus offensichtlichen Gründen, weil es eines dieser Metaspiele ist, wo man, ja, wo man irgendwie mit dem Spielen herumspielt. Hier ist kein Spiel, nutzlose Option, hier lang. Okay, ich traue. Nein! Ich sehe schon, das Spiel will sich nicht spielen lassen. Das kann man hier nochmal in Deutsch von. Ja, ist doch soweit alles okay. Ah, und da kein Spiel ist natürlich das Spiel. Verlasse sofort das Programm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, deinen Spielstand zu beschädigen. Es ist nicht so, als ob dieses Nichtspiel ein Hinweissystem hätte. Es gibt also keinen Grund, auf das Symbol unten zu klicken, um einen Hinweis zu bekommen. So ein bisschen reversible Psychologie, oder? Reverse Psychology. So, da bin ich ja mal gespannt. Misé en abume. Ich nehme an, ich muss das wegschrauben, oder? Who's doing all this knocking? There's someone in here. Just a minute, please. Ah, where's my speech? Oh, here it is. I almost forgot the title. Ich mag's jetzt schon. Don't panic. Don't panic. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The financial crisis, the apocalypse brought about. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there's no game. But just between you and me, avoid asking for a refund if you can. Regie, ihr könnt gerne Ingame ein bisschen lauter machen, sowohl für mich als auch für die Zuschauer, wenn ich das richtig lese. And his wife, who's sick? Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that thing going to hold? It's holding. Well, it's been fun, but time to go now. You can quit. There's nothing to do here, really. Oh, try not to touch the title. Ah, jetzt ist es ja hier Dings. Stop, you will ruin it. Do you have any idea how much mashing time it took me to stick Breakout, ne? I've got to put all that back. Das habe ich sau gerne gespielt früher. Ah, the chain is stuck. Go ahead, have fun. I give up. Whoa, great. The Brick Breaker, game of the year. What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga? The legal department is making some big gestures over there. What you're doing is pointless. I'm not a game program. I'm just an ordinary screen. Bravo, user. I'm clapping visually. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. I might have come a little overboard. If you could just leave the title alone this time. Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Okay, I get it. You want to play a game?
All right. We're going to play, Rochambeau. Oh, we're gonna have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, I will start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. Ah. Erwin, what luck. Come on, let's play. Du bescheißt doch. Der klebt das doch hier dran. Papier? I win again. This is so much fun. The next one's yours. I just know it. Oh, that's too bad. You lost again. Don't give up. It's unbelievable. I win every time. Try again. Ich würde gern mit der Schere das hier so durchschneiden. This is a great game, don't you think? Might get a little repetitive after a while. Was macht denn der Help-Button jetzt? Ja, aber das ist doch genau das, was ich schon die ganze Zeit will. Schön durchschneiden mit der Schere. Ach, jetzt hab ich's. Ja, jetzt hab ich's. Okay. Ja, halt die Fresse. So, ich nehme das Papier, dann kommt die Schere und die Schere klaue ich. Ja! No! The safety airbag. Here is okay, game. I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Finished. Bam, Junge. Bam, nee? That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all wicked. I'll leave already instead of playing with that metal letter. Ah, was ist das denn? Aha. Where did that go? Are you trying to get rid of me or what? Also ich muss mal sagen, das ist bisher eines der geilsten Spiele, was ich je gespielt habe. Also ein bisschen wie Stanley Parable oder Beginner's Guide, nur irgendwie halt ganz anders natürlich, aber es ist schon ganz schön geil. Aber was mache ich jetzt damit? Stop it! Vielleicht. Moment. Stop it! Ich dachte, ich könnte damit den Zeiger irgendwie. Okay, Moment, ich hab das T. Ich hab hier das, was auch immer das. Kann ich das? Ah! Pam! Ist das geil, Alter! Das gefällt mir sehr gut. Zum Glück bin ich so klug, dass ich Spaß an diesem Spiel haben kann. Die meisten Leute haben wahrscheinlich keinen Spaß, weil die nicht so smart sind wie ich. Battle of Duty. Hat er gerade gespeichert? Ja, ich denke schon. Get out of here! It's private. This is backstage. You should not be here. You're going to catch cold. Go back to the title. Das ist auch geil, ja. Ganze Shit. Correction. My ex-title. Boy, you're so stubborn. Kannst vielleicht irgendwo aufschließen? Irgendein Schloss oder so? You can leave now. Nein, werde ich nicht. Everything is broken and nothing works anymore. Sorry. And don't stop messing around trying to fix anything. You won't get far without a screwdriver. You're still here? You're a pro at taking things apart. But when it's time to leave, nobody's home. That last sentence was a little weird. Kann man das auch? Ja! Just what do you think you're doing, user? No, 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 no! Nein! Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor?
You just knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. There we go. Where did you find that key? It doesn't matter. The key to this door is on my side. Too bad. Ich wollte eigentlich die Matte unter der Tür durchschieben. Nobody's home. Und der, das geht also nicht, ne? Nee. I told you it doesn't fit. Ah. Okay, okay. Habe ich, weiß nicht, hätte ich jetzt eine andere nehmen sollen? Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch mehr? Nein. Schade. Ach, die Flagge unter der Tür. What's that blue thing under the door? I don't understand what you're doing. Neither do you, I bet. Ach so, nee, stop so, pushing, ne? The key. It falls to the ground. Where's the key? No, don't do that. You're as stubborn as a mule. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. Hä? Aber ihr habt das Gefühl, dass das passt, aber irgendwie, er will es nicht benutzen, okay. It won't work, I'm telling you. Nee. See? It's useless. Like your neurons. Okay, komm, das kann nicht so schwer sein. Also, ich kann nichts aufschrauben, weil alles vernietet ist. Ich kann mit dem Zeiger auch nichts anstupern. Außer vielleicht, ich weiß ja noch nicht, was das hier ist. Okay, das ist irgendwo ein Fach. Hier muss ja eigentlich das Zahnrad hin, meiner Ansicht nach. Aber irgendwas ist noch nicht richtig. Were you a hamster in a past life? Was ist denn, wenn ich richtig viel drehe? Scheint auch nicht viel zu bringen. Okay. Nee, okay, gut. Gut, 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 gut. Kann man noch mal weiter nach rechts? Nein, auch nicht. Hier kann man auch nicht mehr zurückblättern. Das finde ich auch interessant. Okay. Ach, natürlich. Ja, ja, ich hab die Schatten gar nicht gesehen. Okay, also brauchen wir noch ein weiteres kleines Zahnrad. Haben wir aber nicht, ne? Hier so ein kleines. Wo kriegen wir das denn her? Wo ist noch so ein kleines? Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too fast. Aha, okay, also ich muss zu schnell. Ich muss das sehr schnell machen, okay. Was ich will, ist ein Zahnrad bekommen. Stop navigating so fast. You're going to saturate my RAM. See? I warned you. Da ist es ja. Ey, dieses Spiel ist absolut genial. Bitte tut mir mal einen Gefallen und schreibt mal alle dem Florentin, dass er das spielen soll und er soll Superliminal, soll er auch mal spielen. Der muss aufgeben. Er muss aufgeben mit den anderen Spielen, die er spielt. Er muss jetzt dieses Spiel anfangen und Superliminal. Könnt ihr ihm gerne mal schicken. Auf meine WhatsApp-Nachrichten reagiert er nie. Aber vielleicht, wenn ihr es ihm schreibt. So. Damn it. There's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go. Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset.
No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. Oh nein! Even looks like it's moving backward. Es entlädt sich. There must be a new error in the program. Oh yeah, it definitely crashed. I feel bad for you. There's nothing left for you to do but quit. Quit. Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay, don't touch it. Stop already. Hands up. Don't touch anything else. Except the quit button. Vielleicht, wenn ich ganz leicht lade. You just never give up, do you? What? The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. Whoa. This is your conscience speaking. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the prohibited folder for any reason. It's your conscience who's asking. Skite. Keine Kontakte. Enlarge your... Was denn? Memory. Zinwip. Geht nicht auf. Oh. Oh, der Nussknacker. Rechte frei. Okay, sehr geil. Fahrstuhlliebe. There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go. Aha, zukünftiger Haselnussbaum. Wasser und Sonne ergeben den Baum, okay. Programmierwerkzeuge. Eine Schublade. Und eine ID-Karte. Ach, ganz sicher kann man hier irgendwas machen. Klick, 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 klick. Kann ich nicht wegziehen? Na gut, okay. Nächstes Mal. Da ist nichts drin? Na gut. The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold your finger on it and never take it off. Gib den Schlüssel. Er will aber eine Nuss. Für die Nuss brauche ich wahrscheinlich diesen Baum und dafür brauche ich Wasser und Licht. Wo kriege ich Wasser und Licht her? Wasser und Licht. Okay, hier ist nichts. Ist auch kein Wasser und Licht. Dachte, ich kann das vielleicht da so hinziehen. Ich kann da nichts anziehen. The cat is hungry. Miau. 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 Yes, your conscience says you have a cat. And it's hungry. Oh, ich wette, das muss ich machen, um dann die Erdnuss oder so. Oder das hier. Der Erdnussknacker, ne? Also ich wette, dass diese Musik noch total Sinn ergibt. Oh, warte mal, ist das nicht Regen? Ja. Ja, 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 ja. Oder? Regen habe ich schon mal. Okay, wenn ich jetzt noch so, wie kriege ich Sonne? Ah, die Uhr. Sonne, 12 Uhr. Oh. Ja, das ist aber Quatsch.
Keine Ahnung. Was ist denn? 12 Uhr. Aber das ist zu viel. Das sind zwei Zimmern zu viel. Your conscience is telling you that you're a good friend of the environment. You're okay. Going to turn off your machine. Ich brauche Sonne. Save electricity and save humanity. Ach, nicht schütteln. Eben noch drüber gesprochen, ne? Okay. Die Wahrheit über Roswell. Hallo, aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Sorry, das FBI. Oh ja, es war ein Wetterballon. Giga privat ab 18. Das ist also dämlich. Maximal dämlich. Okay, gut. Lassen wir mal so. You should always listen to your conscience. And your conscience says, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down. Sehr, sehr interessant. Okay, Miss Tokyo. Da ist doch eine Zahl. 383. Okay, die merken wir uns mal. Was ist hier? Ist ja auch eine Zahl. Nee. Es ist nur hier eine Zahl. 383, okay. Das sehe ich jetzt erst, dass hier was verpixelt ist. Has just exploded. Do you really want to spend your last 8 minutes in front of a screen? That would be a waste. Das finde ich super lustig, dass es hier jetzt möchte ich auch wissen, was hier ist. Ach, weil es japanisch ist, ne? Ah, weil die ja da alles weg, weil die da die Schambehaarung immer wegpixeln. Jetzt raff ich's. Okay, 383. Hier muss doch irgendwo noch, wenn man diese Strapse so wegzieht, irgendwo noch mehr sein, also noch mehr Zahlen. Okay, so. Wahrheit 3. Hallo, Wetterballon! Very politely, of course. Kenny ist tot. Hallo, aufgrund des technischen Problems innerhalb dieses Moments. Der Scharfschütze war ein Wetterballon. Ich find's super gut. Ich find's einfach super gut. So. Was? Nee? Na gut, ich geh ran. Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Was ist hier jetzt? Achso, ja, der Kontakt. Was ist hier unten mit der Werbung? Let's plug together. Are you fat? Be thin. Be Sinwhip. Enlarge. Your memory. Okay, ja, sehr gut. Also. Mark, Bäume, Flugdrachen und die Zahl 48. An update has just been downloaded. Your conscience advises you to restart your machine. Use this time to take a 2-week vacation. While the update is being installed. Oh, Moment. Shit. Like it does every week. 48383. Das haut nicht hin. Dachte auch sowas wie 48, weißt du, 1, 2, 3, 4 und dann
Ja, aber es passt ja keinen Sinn, ne? Er gibt keinen Sinn. Geht das eigentlich mittlerweile aufnehmen? Muss ich entzippen wahrscheinlich. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz. Your conscience is going to count down from 3 to 0. At 0, you will fall into a deep sleep. 3, 2, 1, 0. Minus 1, minus 2. That worked on TV. Super gut. Es ist so super gut. Okay, also, ich will den Schlüssel fürs Verboten. Dafür brauche ich die Erdnuss. Die Erdnuss kriege ich aber nur, wenn ich sie... Wo war das denn nochmal? Schon wieder vergessen. Ja, genau. Wenn ich hier... Und dazu brauche ich Sonne. Und Sonne, dafür muss ich die Uhrzeit umstellen. Und für die Uhrzeit habe ich ja hier diese 383. Und dann noch mal die andere Zahl, aber beides zusammen passt ja leider nicht. Your conscience doesn't know what else to say. Hier sind ja auch nochmal Zahlen, irgendwie 99, aber das, glaube ich, hat keine Relevanz. Weil mir fehlen ja eigentlich... Ja, also ja, eigentlich fehlt mir eine Zahl noch. Also 383 habe ich und dann habe ich noch diese andere Geschichte. 84. Ja, da ist da vielleicht irgendein mathematisches Ding dahinter. Ich überlege, wie gesagt, so dreimal die 8, weißt du, so 3, 8. 3, 48. Nee. War das im Moment nur kurz einmal, dass ich nicht quasi 48 war die Zahl, okay. Exklusive Episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go. Weiß ich halt auch nicht, ne? 13, 13, 13. Okay, ich guck mir einmal den Hilfe-Button an. Das ist der Hinweis? Das dumme Ding? Was ist denn da? Was ist denn da? Okay, Moment, da ist ja noch mehr. Die Uhr, der Papierkorb. Vielleicht muss ich da auch noch mal schütteln. Nee. Alter. Kann ich nicht die Nuss knacken? The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold your finger on it and never take it off. Am liebsten würde ich diese Nuss klauen. Ah, okay. Nee. Okay, ich guck mal in den Chat. Bilder drehen, wie war das nochmal? Wahnsinn, immer dasselbe zu probieren. Denk, dreh doch mal die Fotos. Welche Fotos? Hab ich doch schon gemacht. Ach nee, hab ich nicht gemacht. Natürlich, oder? Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, das habe ich mit dem Drehen gar nicht gesehen. Wenn ich die jetzt drehe, fällt was aus dem Dings raus. Ja, natürlich. Geil. Das ist so dumm, aber ich hätte, wäre wahrscheinlich drauf gekommen. Hier ist nichts, ne? Und das erste ist nur der Kram, ne? Da passiert nichts. Ja, Mann. Okay. Aha.
Wenn ich das Admin-Passwort vergesse, in dieser Reihenfolge eingeben. Finde das Ungewöhnliche auf meiner ID-Karte, die 48. Das Ungewöhnliche auf meiner ID-Karte. Oh, da werde ich gleich gucken. Meine Lieblingszahl, die private Nummer von Miss your Tokyo. Geh probieren mal mit 1, ne? Warte mal, was war das? 38348. Okay, dann 0. 38348. Ja, okay, dann muss ich halt doch nochmal danach gucken. So, wo war das denn? Ich weiß nicht. Da ist es so, das ist ungewöhnlich. Ist hier irgendwo eine 2 oder was? Da, eine 8. Okay, gut. 8. 38348. Was? Was? Boah, jetzt werde ich aber, irre. Finde das ungewöhnlich auf meiner ID-Karte, die 8. Hilfe ist 3, oh ja, ja, ja. 8, 4, 8, 3, 8, 3. The user figured out my secret code. But what is he going to do with the system clock? I hope he doesn't break anything. Ah, PM, ja, ja, genau, wenn ich das nämlich rausziehe. Ich bin schon der absolut geilste Typ, den ich kenne. So. Ja, jetzt hast du doch alles. Jetzt hast du die Sonne, jetzt hast du das Wasser. Ne, hier kann ich nichts mehr verändern, ne? Das war's. 2 Uhr ist doch völlig in Ordnung. Chance is telling you that the sun has just exploded. Do you really want to spend your last 8 minutes in front of a screen? Okay, noch mal kurz gucken. Okay, PM ist doch soweit alles richtig. 2 Uhr ist doch auch völlig in Ordnung, oder? Oder muss ich eine andere Zeit? Ich kann ja scheinbar keine andere Zeit einstellen. Hör mal. Ah, okay, ja, stimmt. Jemand hat gesagt, im Mülleimer sind ja noch Sachen, die sollte ich mir vielleicht auch erstmal angucken. Spiel, ich muss jetzt gehen. Sorry. Gigi. Gigi. Keine Ahnung, was das heißt. Okay. Keine Kugeln. Immer besser. Dann nehme ich mir halt eine. Ice core is going to be bitten. That's better. Und vor allen Dingen die beiden Poller links und rechts so richtig weit weg voneinander. Geil. Ey! Du Scheißkerl! Ah, boing, boing. Okay, was mache ich jetzt damit? Den Regen einfangen, oder? Kann man das wahrscheinlich machen? Okay. Geil, Alter. Geil, Alter. Hier ist eine Scheißnuss. Was? Nuss? Oh, ich muss doch den Nussknacker machen. Luckily, the key is too big. And shit. There's no way to shrink it. I think. Ach!
Nein, nochmal. No! I forbid you to open that folder. You've crossed the line. Don't Verboten. Starte das Programm. Starte das Programm. To leave ages ago. Don't do that. Na, komm doch hierher. Nee, kommt da nicht, ne? What have you done, user? You've just launched a fake program from within a fake operating system. That's impossible. What's going to happen? No, I don't like this at all. Namaste, user. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. You can still watch a Bollywood film, take a walk around the Ganges, learn to dance. Such a cliche. Who is it? What are you doing in my game? I mean my non-game. What? This is my game. I mean my non-game. What are you talking about? Go away. You should not be here. But, user, do something, damn it. You have a funny accent. Are you Russian? Russian? Do I roll the R like that, sir? Of course not! Overreaction. Typically Russian. I am not Russian! Idiot! You woke him up! Oh no. User, you need to quit the program. Fast! I'm begging you. Mr. Glitch! Hi, guys. Don't touch him, user. He's highly unstable. The only one who's unstable around here is you, game. Mr. Glitch, I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Shouldn't be here? But this is what I live. Don't fight over me, girls. There will be enough crashes to go around. Okay, let's just all chill out. Maybe he will go away all by himself. Yeah, right. In your dreams. Go on. Get out of here. You get out of here. I told you not to touch him, user. Comrade user, bad news. Game forbidden. I hope you are not too disappointed. Not again. How do we get out of here? You are spy? Okay, this one truly has a Russian accent. You see? But you're still here? It seems to be so. Show me you are. Show me papers. Only if you say please. Wait! There you are. I was looking for you. Stop following us. We are not going to die. Shoot the glitch. We want a deviling gun. We are not going to die. Bonjour, user. I've got some bad news, Pocher. Actually, there is another déjà. It's changed again. I don't understand what's going on. Things are becoming more and more unstable. It's even raining croissant. Oh, but you, my friends! You are French spy? Russian glitch! Hello, Brand. We are all going to die! Stop saying that! We can't die! Possibly we could be erased. We are all going to be erased! I'm working on it! I feel a crash coming on!
user. Stop playing around with this anomaly. Natürlich. Konnichiwa! Game Garibasen! Okay, now things are really getting out of control. And besides, there are black cats. It's a bad scene. Ah, super gut. Crazy cats! Why won't you just crash, game? I've got a busy schedule here. User, I'm begging you! Keine Gnade! Dieses Spiel wird mir untertan! Nein! Aber nur ein großes X. Okay, Sci-Fi! Wow. Habt ihr gemerkt, ne? Deutschland fehlt, weil Deutsche haben keinen Humor. Ah, Poltergeist. What? What happened? I think I went to sleep for a minute. Where are we? User? User, are you here? If you're here, show me a sign. Nee. Na gut. Oh, I'm not alone. Why on earth did you touch the bug? I warned you about it. Look where that grass, somewhere. I don't know where. This place is very strange. What is it? Some kind of television? Maybe we should not touch it. Heißt Besessenheit, Poltergeist, nicht so du. Okay, also die Nummer merke ich mir, 2368. Das Ding brauche ich sicherlich noch, das kleine Rädchen. The screen doesn't have a video signal. What? You plugged in the video input? Oh, you just couldn't help yourself, could you? Kann ich was rausziehen? Ah, okay. Ach du Scheiße, ist ja so eine Monkey Island Piraten Geschichte. Keine Ahnung. Ah, okay. Ja, super lustig. Okay, kurz gucken. Kaffee gehört zu... Wo könnte Kaffee hingehören eigentlich? Ja, schwierig. Post gehört zu... Boah, weiß ich. Okay, das hier gehört zu Schlüssel. Haben wir hier einen Schlüssel? Auch nicht. Das ist ja irritierend, dass die Sachen nie da sind, die man braucht. Das könnte vielleicht sein, oder? Nee. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was das sein soll. Stoppuhr und... Das weiß ich nicht, was das ist. Kaffee bringt dich um. Musik öffnet aber auch keine Truhen. Öffnet denn hier von einem? Nichts davon. Die Schatzkarte vielleicht. Soll das eine Schatzkarte sein? So schwer zu erkennen. Kaffee und Post. Nee, so richtig. Bombe ist das, ne? Eine Bombe. Da würde jetzt eigentlich nur das hier dazu passen. Aber das würde auch zum Messer passen. Ganz komisch, was ist denn mit dem hier, dass der Kaffee zu der Geschichte hier? Probieren wir es mal. 725. Wow, that doesn't look very sturdy. Ich würde schon gerne wissen, was dahinter ist, aber ich habe leider keine Möglichkeit, das aufzuschrauben. Was, wenn ich das abziehe, kommt dann hier auch irgendwas anderes? Nee, ne? Also es ist ein sehr gutes Spiel.
Das macht mega Bock, muss ich echt sagen. Auch wenn ich jetzt gerade vielleicht hier die Feder zum Brief, ja, die Dings, Brille, tot, ist alles schwierig, ne? Das passt alles nicht so. Regie-Rating 5 von 5 Franzbrötchen. Ja, wer ist gerade in der Regie? Timo, oder? Er ist nämlich großer Fan von dem Spiel. Ich krieg schon die ganze Zeit angezeigt. Das Spiel ist Hammer! Spiel ist weiter! Aber ich finde es viel sinnvoller, euch an dieser Stelle jetzt einfach die Möglichkeit zu geben, das Spiel selbst zu spielen. Ihr könnt es euch runterladen. There is no game. Ich werde mir jetzt gleich noch ein anderes Spiel angucken, denn das soll ja mehr oder weniger nur eine Anspielrubrik für Crazy Shit werden. Also danke an alle, die mir dieses Spiel empfohlen haben. Danke an mich, der es gekauft hat. Danke an Rocket Beans, die es bezahlt haben. Und dann danke an euch, die sich das jetzt vielleicht auch runterladen. Ne? Also 5 von 5 Franzbrötchen. Kann ich durchaus so unterschreiben. Und bitte schickt das da, der beste Part kommt gleich noch. Spiel das mal zu Ende. Jetzt wird's erst richtig gut. Ja, schwierig, ne? Aber ich spiele vielleicht ein andermal weiter. Oder wenn der Florentine spielen will, will ich ihm da auch noch was übrig lassen. Wie gesagt, hier geht's ja eher darum, die Sachen anzuspielen und nicht immer durchzuspielen. Wir machen kurz Werbung, danach spiele ich irgendwas anderes hier bei Kretschmas Kleinkram.